Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge von Divinity 2. Ich bin gerade übelst erschrocken, ich dachte gerade, hier ist noch ein Gegner. Aber das ist ja nur Holger. So, was machen wir heute denn Schönes? Wir müssen unbedingt zu dem Typen, der... Was will ich mitnehmen? Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Der in der Fallgrube sitzt, weil ich das dumme Gefühl habe, dass es eventuell sein könnte, dass er von dem Dingens gefressen wird. Troll. Dingens. Ich weiß mal nicht. Ich meine, so viel habe ich ja gar nicht gemacht. Ich war nur einkaufen und überall anders, nur nicht bei ihm. Wir werden sehen. Ich hoffe trotzdem, dass er noch da ist. Ansonsten haben wir hier nichts mehr weiter zu tun. Wir können uns natürlich mal an diese komischen bösen Typis probieren. Die mit Level 11. Weil ich ja anscheinend nicht mehr ganz so, ja, schlecht bin. Mal schauen. So, kommst du mit? Goodie. Ist hier oben eigentlich noch irgendwas, was ich übersehen habe? Was mit dem Typen funktioniert, das später. Hier ist sonst nichts. Na gut, na gut. Achso, den Hebel habe ich schon. Den hatte ich ja schon und die Truhe hatte ich auch schon. Was war denn da eigentlich drin? Kann mich gar nicht mehr erinnern. Vergessen. So, mal schauen, ob der noch da ist. Hallo? Ah, er ist noch da. Oh, ihr seid zurück. Habt ihr das Seil? Ja, ich lasse es nach unten. Einen Moment. Ich hab's. Ich klettere rauf. Mach das. Endlich bin ich raus aus dieser Drecksgrube. Was genau ist hier vorgefallen? Warum muss Holger gerade so vor der Kamera stehen? Bitte. Ich habe Jagd auf Goblins gemacht. Ein Champion sagte, er würde gut für ihre Herzen zahlen. Nein, wirklich? Als ich nach Hause aufbrechen wollte, habe ich einen Schamanen gesehen und war so aufgeregt, dass ich leichtsinnig wurde. Mhm. Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich in diese Trollgrube gefallen bin. Ich hatte schreckliche Angst. Lobe den... Vorsicht, der Troll! Hä, was? Schöne Sicht auf den Arsch. Boah, ist der hässlich. Hallo. Kleiner Troll. Kriegst mich eh nicht, du Sackgesicht. Scheiße, hier kann ich ihn gar nicht anvisieren. Menno. Wieso will er eigentlich nur noch mich hauen, hä? Gibt so viele andere, die er hauen könnte, aber nein, ich muss es sein. Ja gut, ist eh jetzt tot. Ha. Bin ich gut oder bin ich gut? Geschafft. Wir haben es geschafft. Ja. Gut gemacht. Ihr wisst, mit dem Bogen umzugehen. Ich habe zwar das meiste gemacht, aber ist ja egal. Ich bin nicht der schlechteste Jäger hier draußen, aber Trolle machen mir Angst. Hm. Hört zu. Das ist ein sehr guter Bogen und ich will, dass er nun euch gehört. Meine Zeiten als Jäger sind vorbei. Wieso? Ich gehe nun zurück ins Dorf. Danke, Drachentöter. Ihr habt mir das Leben gerettet. Also er ist jetzt kein Jäger mehr, weil er einmal in eine Trollgrube gefallen ist, oder was? Das leuchtet mir total ein. Oh, ich hasse Trolle. Das sind alles primitive, stinkende Wilde. Der Maxos-Tempel wird mit seinen eigenen Herausforderungen aufwarten, aber wenigstens gibt es dort keine von diesen um sich schlagenden Fleischkolossen. Ob ich hier reinfallen kann? Ich probiere es lieber nicht. Das sieht auch so aus, als würde das mal aufgehen. Das wäre cool. Also ich habe jetzt den Bogen bekommen, der angeblich so super toll sein soll. Moment, Moment, ich guck mal, ob er wirklich so toll ist. Ja, ja, okay. Mhm. Der ist wirklich gut. Der hat sogar Vergiftung. Das kann ich nicht tun. Jetzt habe ich schon wieder nicht drauf geachtet. Natürlich, Gewandtheit 7. Das tut mir aber leid. Ach. Moment, ich habe Gewandtheit 6. Ach, weil der Gewandtheit machen hat, das ist ja ungünstig. Ach, egal. Ich kämpfe eh nie mit dem Bogen. Also normalerweise bin ich gern Bogenschütze, außer in dem Spiel. Weil da ist es kein Können, mit dem Bogen umzugehen, weil die Gegner ja anvisiert werden.
Also Bogenkämpfer bin ich eigentlich hauptsächlich nur Bogenkämpfer. Was ist denn das für ein Wort? Bogenschütze meine ich natürlich. Bin ich eigentlich nur in Skyrim. Weil da muss man wenigstens was tun dafür, dass man auch trifft. Das hatte ich auch schon alles getötet. Josche! Ich werde mich jetzt mal an die Typen hier ranwagen, nachdem ich das hier tue. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie. Ich hoffe es. Es wäre cool. Dass sie mich auch jetzt schon sehen, das ist der Wahnsinn. Ich muss ein Heilmittel finden. Ihr seid ganz schön viele, ne? Dieses Gift bringt mich um. Muss ich mal so sagen. Ich sehe zwar nichts, aber macht ja nichts. Uiuiuiui. Ihr könnt mir gar nichts. Ihr hässlichen. Bleibt doch mal hier. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Ich wurde vergiftet. Nein, wirklich. Ich finde es übrigens total scheiße, dass die Sprachausgabe sozusagen davon ausgeht. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Halt doch die Klappe. Dass sie immer sagt, ja, ich muss ein Heilmittel finden. Und es gibt in dem verdammten Spiel kein Heilmittel. Ich wurde vergiftet. Ich weiß. Jetzt hau doch mal die Typen und lass dich nicht töten. Tot? Keine Ahnung. Ich will jetzt den töten. Komm schon. Alter, willst du mich verarschen? Dann mach ich's halt so. Ich wurde vergiftet. Ich weiß, dass du vergiftet wurdest. Ich hab da so eine Anzeige, die mir das sagt. Ach, du lebst noch. Und wieso kümmert sich mein Viech nicht darum? Weil es nicht mehr da ist, natürlich. Das ist ja ungünstig. Wo bist du denn? Da bist du. Dachte ich jedenfalls. Das kann ich hier nicht machen. Ach du Scheiße, dann kannst du es vielleicht hier machen. Wache. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Ist das euer Ernst? Nur weil ich dann 2 Meter gelaufen bin, kann ich... Ah, alles klar. Daran liegt's also. Naja, das macht keinen Unterschied. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Ach, Schnauze. Ist doch eh tot, der Typ. Ob ich den auch gleich noch runterhaue? Warum nicht? Aber ich brauche erstmal einen größeren Trank, das wäre ganz gut. Großer Trank, da. Wunderbar. Kann ich den vielleicht anvisieren? Ich wollte nicht F drücken, aber egal. Ich muss jedes Mal klicken für jeden Schuss, das ist so geil. Hast du den gerade mit Magie getötet? Mal eben so? Krass, scheiße. Der hat ganz schön viel drauf, muss ich sagen. Ich glaube, hier komme ich nicht rein, ne? Hier wimmelt es übrigens nur so von diesen Typen. Hier gibt es auch noch eine Nebenquest, soweit ich weiß, so drin. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, weil das schon so ewig her ist. Was ist das da oben? Sind hier vielleicht noch welche? Hallo? Hallo? Ich höre Krähen, aber ich sehe keine. Da ist eine. Nee, es war nur ein Schatten. Merkwürdig. Ja. Ich suche gerade nach Gegnern, weil wenn ich schon hier rumlaufe, dann will ich auch alles clean haben sozusagen. Hier ist der Eingang von dem Ding. Da ist mein Viech. Oh! Was sehen da meine Augen? Ein Schrein. Das finde ich ja ganz wunderbar. So. Ich hoffe, der ist aktiviert. Sollte eigentlich. Und dann schauen wir mal. Gegner! Gegner, da ist einer. Sind hier noch mehr? Hier ist niemand. Da sind welche. Ihr habt eh keine Chance. Also hört auf. Ich wurde vergiftet. Nein, wirklich? Ich kann nicht. So, der ist jetzt tot. Hier ist sonst nichts.
Okay. Aber da läuft noch ein Einzelner rum, so wie es aussieht. Du bist auch gleich hinüber. Du kannst schon. Du bist einfach nur zu langsam. So, ist hier noch was drin? Leer? Leer? Schade. Die verlieren auch überhaupt nichts. Das ist so bescheuert. Oh. Hi. Wer hat da gerade 400 Schaden gemacht? Sagt mal. War ich das? Habe ich gerade 400 Schaden gemacht? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Oh, das ist ungünstig. Uiuiuiui, das war nicht gewollt. Ich brauche erstmal einen großen Trank. Und würde gerne nach vorne laufen, danke. Ach komm. Was soll denn die Scheiße hier? Stirb! Das war's dann wohl mit der Zauberei. Oje, oje, oje. Alter, könnt ihr mal die scheiß Musik ausmachen? Ist ja grässlich. Meine Mitbewohner sind gerade da. Ich könnte vertragen. Und ich könnte jetzt vertragen, dass du mal nach vorne läufst, Mädel. Ach, hör doch auf mit der Scheiße hier. Lass mich in Ruhe. Kann sich mein Vieh nicht mal darum kümmern? Hat auch sonst nichts zu tun. Geht doch. Einen hat er getötet. Wo ist der andere? Das war doch noch einer, oder? Ey, was war denn das? Ach, da bist du. Will ich anvisieren. Ach so, ist schon tot. Na, dann geht's ja. Holger? Ja, hast du fein gemacht. Gut. Ich hoffe, das waren alle. Das war jetzt schon ein bisschen brenzlig. Das waren ein paar zu viel. Viele. Ich kann mich noch. Ich würde nicht so nah rangehen an dieses Ding. Okay. Ich wollte eigentlich nur Blumen pflücken. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ich will trotzdem mal rangehen. Ich weiß nämlich nicht so genau, was das ist. Also, ich weiß es nicht mehr. Was kann man damit machen? Auf jeden Fall ist hier was im Fass, und zwar Gold. Das ist cool. Na, das braucht doch keiner. Hm. Höllentorsockel, alles klar. Oh. Okay. Zumindest hatte ich jetzt einen Stufenaufstieg. Das finde ich ja super. Was ist denn das? Trank zum Töten von Achso, alles klar. Ich hätte gerne. Zwei darauf. Und hier nochmal was drauf. Warum nicht? Und dann? Was bräuchte ich denn? Magisches Geschoss kann ich verbessern, das ist gut. Ihr schleudert drei magische Geschosse, die auf Gegner in eurer Nähe zufliegen und ihnen 43 Punkte Schaden zufügen. Goodie. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 5 war das Höchste, was man kriegen kann. Ist gut. Was passiert, wenn ich das jetzt nochmal mache? Jetzt passiert nur das Gleiche. Nein, es kommen mehr Typen. Hier könnte man extremst XP farmen, oder? Wenn man sehr viel XP bekommen würde. Ja gut. Hat es nicht sonderlich viel gebracht, das Ding, oder? Bevor ich da reingehe, möchte ich übrigens noch mich um diesen Typen da kümmern, der schizophrene, multiple, was auch immer, Typi. Also 2 in 1, Eugen, Dingens. Wir haben ja jetzt endlich dieses Zeug gekriegt, damit wir dem helfen können. Und dann bekommen wir einen Ring, hoffentlich. Und dann will ich mal mit dem Händler reden, ob ich den irgendwie anscheißen kann. Eugen! Eugen! Hallo! Hey! Hey du! Ich wollte nicht auf F drücken, ich wollte auf E drücken. Was gibt's Neues? Gute Neuigkeiten, ich habe ein Heilmittel. Wirklich? Der Göttliche sei gepriesen! Haha, Damian sei Dank! Er hat's geschafft!
Na los, her mit dem Trank. Bitte sehr. Runter damit! Ja, er ist weg. Er ist wirklich weg. Mach's gut, du kleiner Hosenkacker. Mögest du deine Zeit im Jenseits als Ratte mit einer Darminfektion verbringen. Sehr nett. Und das hier ist für euch. Ich erkenne nichts Außergewöhnliches an diesem Ring, aber Clyde hat so getan, als wäre er der wertvollste Gegenstand auf der Welt. Solange nicht aus Plastik ist. Ich verschwinde jetzt von hier. Mal sehen, was ich mit meiner Axt in Allerhot anrichten kann. Ich schulde euch was. Das ist ja auch geil. Will die Tante reden und wird dann erstmal unterbrochen. Wow. Was kann der eigentlich? Der Ring. Naja. Ach, Aura der Vergiftung. Ja, Mensch, das ist ja cool. Will ich Erfahrungspunkte oder noch einen besseren Gürtel? Kräftiger Körper, Willenskraft und Lebenskraft. Spontane Entzündung. Weil der ist noch ein Stück besser als der andere, glaube ich. Weil dunkelgrün ist besser als hellgrün. Glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wobei, der macht Magierüstungswert, der andere, also den, den ich schon habe. Und das brauche ich eigentlich. Deswegen nehme ich einfach mal das hier. Oh je, armes Alleroth. Dieser Jakal wird die ganze Stadt unsicher machen. Ich weiß nicht, was Alleroth ist. Ich war nie da, ist mir scheißegal. Ich werde wahrscheinlich auch niemals hinkommen. Also es ist Boogie. Gut, dann hätten wir das. Achso, Ring. Ich wollte ja den Ring ausrüsten. Der andere kann ja nichts Besonderes, deswegen passt das schon. Ich würde jetzt gerne den Plastikring umtauschen. Es wäre geil, wenn es gehen würde irgendwie, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der wird ganz normal mit uns reden und dann bla 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 und Pups und was weiß ich. So, du Knacke. Mein liebster Kunde, wie schön, euch wiederzusehen. Dieser Ring ist so nützlich wie Mundgeruch bei einer Verabredung. Ich will mein Geld zurück. Kein Geld zurück, aber ihr könnt euch einen anderen Ring aussuchen.